Hallo, meine liebe Geschwister. Ich möchte heute wieder über die Entrückung reden, aber ich werde jetzt nicht mehr solche Fragen beantworten, ob es eine Entrückung vor der Drangsal ist oder nicht. Für mich ist das ein Fakt, ja. Also, ja, ich werde auch in die Infobox einige Videos rein tun, reinposten, wo ich sage, ich stehe hinter diese Aussagen. Und die reden halt über Fakten von der Bibel. Also die Entrückung ist keine gute Idee, sondern es ist ein Fakt, es ist ein wunderbares Ereignis und es wird sehr bald passieren. Und genau deswegen mache ich dieses Video und wir schauen an, wie bald das überhaupt passieren kann. Wahrscheinlich viele von euch kennen Rabbi Kaduri und da möchte ich etwas vorlesen. Ja? Das ist eine Prophezeiung. Ja, und man kann nicht sagen, alles ist Fakt und es muss jetzt so passieren, aber wir haben eine sehr große Chance, dass wir nächste Woche Freitag, am 26. März, am Abend, das ist nämlich nach Sonnenuntergang, ist schon Sabbat, ja, dass wir dort entrückt werden. Das heißt, wir haben noch eine Woche hier auf der Erde. Ja, ich sage nicht, dass es so sein wird. Das ist keine Vorprophezeiung. Ja, wir schauen diese Prophezeiung mal an, was hier steht. Die Aussagen von Rabbi Kaduri beziehen sich auch auf Auszüge aus dem Alten Buch. Der Bund der Persimonen von Rabbi Sasson Hai-Shoshani, der sagte, es wird an dem Tag kommen, an dem zwei Minister die Regierung im Land Israel gewinnen. Beide heißen Benjamin und keiner von ihnen wird es schaffen, eine Regierung oder ein Königtum zu gründen. Weiter sagt er, der König Messias steht bereits vor der Tür und wird am Sabbat danach offenbart. Und verstehe das und erinnere dich daran. Wenn das stimmen soll, es heißt, nächste Woche Dienstag, das ist 23. März, da haben wir Parlamentswahlen in Israel. Ja? Also ich habe in den englischsprachigen Raum, ich nehme meine meisten Informationen von dort. Es ist auch viel mehr zu finden als in den deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Manche legen diese Prophezeiung so aus, dass der Sabbat danach ist nach der Parlamentswahl, also nach Dienstag ist der nächste darauffolgende Sabbat, ist der 26. März, Freitagabend. Und genau dieser Abend fängt an die Passafest des Herrn. Also es könnte bedeuten, ja, dass wir Freitagabend entrückt werden. Das ist nämlich auch die Nacht des Wachens. Ja, also an dieser Nacht dürfte man eigentlich nicht schlafen. Diese Nacht soll man für den Herrn halten, weil das war die Nacht, wo er die ganze Erstgeborene in Ägypten, Mensch und Vieh, hat er umgebracht. Ja? Und die Israeliten ist nichts passiert. Und dann könnte es passieren, dass wir mit Jesus im Himmel die Passamahl gemeinsam genießen werden. Das wäre halt von Zeit her eine super Sache, aber manche tun das so auslegen, dass es wird die Parlamentswahl und dann noch 40 Tage und dann noch eine kurze Zeit und dann sie warten die Entrückung auf die Pfingsten. Ja, für Pfingsten sind auch natürlich viel Chancen und das sind halt diese High Rapture Dates, ja, also die hohe Entrückungstage, wo wir halt schauen können. Natürlich ist es so, dass man jeden Tag warten muss und darf, aber es, wie gesagt, also es gibt immer wieder mehrere Chancen dazu an einem göttlichen Feiertag, ja, laut Bibel. Und was noch zu diesem Passafest gut passen würde, ist in Matthäus 26 zu finden. Interessant, 26. Okay. Und wo ist das jetzt? Genau. Da lesen wir 29, ja, von Matthäus 26, Vers 29. Da sagt Jesus, und er sagt das
beim Passamal, okay? Er hat das beim Passamal gesagt zu den Jüngern. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an nicht von diesem Weinstock mehr trinken, von diesem Gewächs des Weinstocks, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Also es könnte dann genauso sein, dass wir am Freitag entrückt werden und dann der Passamal mit dem Herrn gemeinsam in seinem Reich feiern werden. Ja? Und dort trinkt halt Jesus das wieder mit uns. Also das würde auch zum Beispiel einen Chiasmus irgendwie ergeben, ja? Wovon wir letztes Mal auch gesprochen haben. Ja, also ich sage nicht, dass nächste Woche wir entrückt werden, ja, weil wenn es nicht so sein wird, dann natürlich kann man nichts machen. Dann haben wir vielleicht mit der Prophezeiung wirklich diese 40 Tage noch, ja. Aber es gibt eine sehr große Menge an Geschwister, ja, auch Amerika, auch in den englischsprachigen Raum, England und so, die halt auch für diesen Tag eine sehr große Hoffnung haben, obwohl, wie gesagt, natürlich man jeden Tag warten darf und soll. Ja, ich wünsche euch Gottes reichen Segen und also noch einmal noch wirklich nachzudenken, diese große Feiertage ist wirklich alle eine sehr, sehr große Chance. Ja? Seid dem Herrn befohlen und ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.